Hi, Veronika ist hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gibt es 5 Tipps, wie du dünnere Oberschenkel bekommst. Vorab möchte ich dazu aber noch mal kurz etwas sagen. Und zwar werde ich hier nicht Tipps an die Hand geben, wie man total dürre Beine bekommt. Denn meiner Meinung nach finde ich dünne Beine oder definierte Beine mit ein bisschen Muskeln deutlich schöner als ganz dürre Beine, die überhaupt gar keine Muskeln haben. Natürlich, ich selber möchte keine ganz dünnen Beine haben mit ein bisschen Muskeln, sondern ich mag schon ein bisschen mehr Muskeln, weil ich auch es schön finde, wenn der Po ein bisschen schöner geformt ist. Deswegen werde ich hier nicht irgendwelche Magersuchtstipps oder sonst irgendwas verteilen, sondern wirklich effektive Tipps, wie du deine Beine straffen kannst, damit sie schöner aussehen, wie du Fett abbaust und wie du das hauptsächlich mit Fitness und Sport machst und natürlich auch ein bisschen Ernährung. Aber ich gehe hauptsächlich auf Fitness ein. Damit sind wir schon beim ersten Tipp. Und zwar, wenn du sehr, sehr viele Kalorien verbrennen möchtest und das in kurzer Zeit, dann rate ich dir, springe Seil. Seilspringen. Ja, nicht nur für Kinder ist es witzig, sondern auch für Erwachsene oder ja, herangehende Erwachsene ist es ein super Tool, um sehr, sehr schnell Kalorien zu verbrennen. Denn was du haben möchtest, ist natürlich erstmal auch Fettabbau, besonders hier im Innenbereich der Oberschenkel. Und das kannst du natürlich erstmal dadurch, dass du Kalorien verbrennst. Beim Seilspringen verbrennst du in 15 Minuten 200 Kilokalorien. Das ist sehr, sehr viel. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie viel du wiegst, wie groß du bist, aber man kann es so im Durchschnitt ungefähr sagen, dass es 200 Kilokalorien sind. Also, schnapp dir ein Seil und springe jeden Morgen 15 bis 30 Minuten, vielleicht auch noch länger, so wie du halt Bock hast. Also, kommen wir zum nächsten Tipp. Der zweite Tipp knüpft auch schon ein bisschen an den ersten Tipp an. Ja, was ich auch noch raten kann, damit du richtig schön Kalorien verbrennst, damit dein Fett nur so dahin schmelzt, sind HIIT-Workouts. Das sind High-Intensity-Interval-Trainings-Einheiten und Intervall-Training, ja, kann man auch so nennen. Das sind ganz, ganz harte Workouts in kurzer Zeit und ganz wenig Pausen. Es gibt verschiedene Varianten, wie du es einbauen kannst. Hier auf meinem YouTube-Kanal findest du auch einige HIIT-Workouts direkt zum Mitmachen. Ich weiß, die sind richtig anstrengend, hauen richtig rein, aber auch wirklich in einer Viertelstunde oder 30 Minuten kannst du richtig viel erreichen. Denn hier ist es genauso wie beim Seilspringen, dass du in 15 Minuten 200 Kilokalorien verbrennen kannst. Ist das nicht geil? Der nächste sportliche Tipp. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ein paar Cardio-Einheiten sind sehr gut für den Fettabbau. Nicht zu lang und auch nicht zu viel. Genug Kraft- oder Bodyweight-Exercises, das heißt mit dem Körpergewicht zu trainieren, sollten schon drin sein, aber ein paar Cardio-Sachen natürlich auch. Aber wenn du zusätzlich zu den Cardio-Übungen oder während diesen Cardio-Übungen noch deine Muskeln mit beanspruchst, ist es doppelt so effektiv. Deswegen baue entweder bei deinen Home-Workouts oder aber beim Gym, bei dem Workout, Cardio-Übungen zwischendurch ein, damit du so richtig schön deine Herzfrequenz auch nach oben schießt. Das sind zum Beispiel Jump-Squats zwischen deinem Set oder Lunges oder gesprungene Lunges. Ich habe ja auch ein Cardio-Workout schon gemacht, da mache ich genau dieses Set oder diese Übungen, die du zwischendurch immer einbauen kannst. Das heißt, eine Übung davon zwischen deinen Squats oder zwischen deinem Armtraining oder wenn du zu Hause was machst und eine Bauchmuskelübung gemacht hast, kannst du auch deine Jump Squats da einbauen. Und von diesen Übungen, Cardio-Übungen, sage ich immer so, ja, 20 bis 25 Wiederholungen für Anfänger, 10 bis 15. Und dann gehst du wieder zu deiner Kraftübung über. Das ist auch sehr effektiv. Wirst du schon merken, dass du richtig an dein Limit kommst. Ich mache das auch immer, gerade sogar im Fitnessstudio auch, weil ich merke, dass ich dann viel mehr im Fluss bin. Ich schwitze mehr, ich power mich viel mehr aus. Also das heißt, eine Übung machen, dann eine Cardio-Übung machen,
direkt im Anschluss wirklich gar keine Pause und dann einen ersten Rest einzulegen, wenn du es überhaupt brauchst. Ansonsten machst du direkt mit der nächsten Muskulaturübung weiter oder Muskelübung und dann wieder eine Cardioübung. Das immer im Wechsel, das ist super effektiv. Nicht nur, dass es super effektiv ist, auch in LA die Experten, mit denen ich trainiert habe, mit den Coaches oder mit denen ich mich ausgetauscht habe, die haben das auch alle empfohlen. Da sind wir auch schon beim vierten Tipp. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Ernährung. Natürlich kannst du auch noch Fett abbauen, indem du ja an deiner Ernährung etwas rumfeilst und veränderst. Vorher würde ich dir aber empfehlen, ein bisschen mit Fitness herum zu experimentieren. Vielleicht funktioniert der Fettabbau schon so. Natürlich vorausgesetzt, dass du dich gesund ernährst. Auf meinem Kanal hier findest du auch sehr viel zu gesunder Ernährung und viele Rezepte auch. Aber wenn das alles noch nicht hilft, geht es natürlich auch noch mit einer Kalorienreduktion für eine gewisse Zeit, würde ich erst mal sagen. Also nicht ewig lang im Kaloriendefizit bleiben, das ist nicht so schön. Und das bedeutet Kalorienreduktion. Also normalerweise, damit du dein Gewicht halten kannst, hast du so eine gewisse Kalorienmenge am Tag, die du essen kannst. Bei den meisten Frauen liegt es so bei 1900 bis 2000 Kalorien am Tag. Je nachdem, wie aktiv man ist oder wie aktiv du bist, wie viel Sport du machst, ist es mehr oder weniger. Und eine Kalorienreduktion bedeutet, dass du weniger Kalorien isst, als du verbrauchst. Das heißt, es ist dann deutlich unter, oder was heißt deutlich, je nachdem, wie viel Prozent du runtergehst, unter dem, was du zuführen solltest, damit du dein Gewicht hältst. Du kannst natürlich auch in einen Überschuss gehen, damit du Muskeln aufbaust, aber wenn du erstmal Fett abbauen möchtest, dann erstmal Kaloriendefizit. Nicht zu viel, also keine 1000 Kilokalorien. 20 bis 25% ist okay, also so 500 Kalorien im Minus. Das ist schon eher realistisch und da wirst du auch schon merken, wenn du richtig hart trainierst, dass du da schneller an deine Grenzen kommst, ist klar, weil du ja auch weniger zuführst an Energie, also Lebensmittel isst, das ist ja Energie für deinen Körper, als du letztendlich verbrauchst durch Sport, deine alltäglichen Sachen, Lernen, Denken, alles Mögliche verbraucht der Kalorien. Okay, also Kalorienreduktion. Mein Tipp, bitte nicht zu lange, sondern wirklich nur eine gewisse Zeit und dann wieder erhöhen. Und wenn du dann merkst, ach krass, jetzt habe ich so viel hier Fett an den Beinen verloren, die sind mir jetzt zu unmuskulös oder du merkst, ich habe ja fast gar keine Muskeln da, dann habe ich auch schon einen nächsten Tipp für dich. Wie ich es ja gerade schon angesprochen habe, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt schön Fett abgebaut und ich habe fast gar keine Muskeln und möchtest aber definierte Beine haben, so wie ich es auch am schönsten finde, ein bisschen Muskeln sollten auf jeden Fall da sein bei einer Frau, dann kannst du deine Beinmuskulatur schön stärken mit einigen Übungen. Also Beinmuskulatur stärken ist sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Quellen im Internet gibt, die sagen, okay, wenn du Fett abbauen möchtest oder dünne Oberschenkel haben möchtest, dann mach auf gar keinen Fall irgendwelche Squats oder sonst irgendwas. Es ist totaler Unsinn. Denn wenn du schön Fett abgebaut hast und nicht mehr zu viel Fett auf deinen Muskeln sitzt, dann werden deine Beine nicht unglaublich anschwillen und wieder total fett. Das funktioniert überhaupt nicht. Und schon gar nicht, wenn du im Kaloriendefizit bist, was ich ja eben schon erklärt habe, was das ist. Ja, also du straffst damit deine Beine, damit sie straffer aussehen, damit die Haut nicht hängt, damit du keine Zellulitis hast, damit du eine schön gleichmäßige Haut hast, überhaupt damit die Hosen besser sitzen, dass du auch viel mehr ja, aushalten kannst, Energie hast und schneller bist, besser laufen kannst, mehr Ausdauer hast. Also das sind so viele Vorteile. Also ich kann dir, glaube ich, ein ganzes Buch voller Vorteile aufzählen. Also Beinmuskulatur straffen kannst du machen, entweder im Gym mit Squats oder Beinpresse, alles Mögliche. Ja? Kannst du aber natürlich auch mit meinen Workouts, ich habe auch schöne Beinworkouts hier auf dem Kanal, da gibt es auch schöne Straffungen für zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht, geht es auch sehr, sehr gut. Und zum Beispiel eine Übung sind die Lunges. Ja, die sind sehr gut, die kannst du machen, auch zu Hause, auch im Fitnessstudio, mit Gewicht, ohne Gewicht, wie du möchtest. Mit Gewicht ist es natürlich intensiver und
Die sind auch wirklich sehr, sehr gut, um die Beine zu formen. Und nicht nur das, den dürfen wir nicht vergessen. Auch ein schöner Po macht einiges aus. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Ich hoffe, sie sind hilfreich. Schreib mir bitte gerne in die Kommentare, was war neu für dich, was hilft dir überhaupt nicht weiter. Und wenn du es ausprobiert hast, was hat dich an dein Ziel gebracht? Konntest du überhaupt nicht gebrauchen oder hat nicht funktioniert bei dir? Also bitte gerne Feedback zu diesem Video unter diesem Video in den Kommentaren, damit ich weiß, ja, was ich verbessern kann in den Videos. Ich weiß ja auch nicht, welchen Wissensstand du hast. Jeder hat einen anderen Wissensstand. Jetzt sind sehr, sehr viele zum YouTube-Kanal hinzugekommen. Und wenn du schon lange dabei bist, wirst du vielleicht schon einiges davon kennen. Wenn du noch nicht so lange dabei bist, dann wird vielleicht vieles noch schon neu sein. Also, ich möchte gerne euren Stand wissen, Trainingsstand, Wissensstand und gerne dazu, wie du das fandest, ob es hilfreich war oder nicht. Ansonsten weitere Ernährungs- und Workouts-Tipps findest du auch bei mir auf der Webseite veronikagerritzen.de. Ich habe auch einen ganz speziellen Kurs zum Thema Oberschenkel straffen, schlanke Oberschenkel bekommen. Teilgap-Kurs heißt der. Schau mal den Link in der Videobeschreibung an. Der ist sehr, sehr ja, informativ, denke ich. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!